So, jetzt ist Herr Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychotherapeut und diesmal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute ein ganz wichtiges Thema, sehr herausfordernd unter Umständen, aber denke es mal, Zeit dafür. Und zwar die Frage, was ist der Unterschied zwischen der alten Täter-Opfer-Sicht auf Beziehung, man sagt manchmal auch so 3D-Beziehung, was ist die neue Sicht auf Beziehung? Könnt ihr jetzt sagen, es ist die Sicht, das, wo ich mich als Erschaffer meiner Welt sehe. Könnte man auch die 5D-Sicht auf Beziehung. Ja, die alte Sicht ist, Täter-Opfer-Beziehung heißt also im Wesentlichen, ich fühle mich als Opfer meines Partners. Also ich fühle mich als Opfer meines Narzissten, aber ein Narzisst fühlt sich ja auch als Opfer seines zu bedürftigen Partners, zu Co-Abhängigen, zu Partners, der dich das genau macht, was der egozentrische Mensch vielleicht will. Und alle fühlen sich als Opfer ihrer Umstände. So, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ich bin aber das Opfer dieser Umstände. Aber es ist ein Konzept und das ist ein Konzept, was wir wirklich jahrhundertelang hatten hier auf dem Planeten, aber was so mein Eindruck ist, langsam abgelöst wird. Also ich bemühe mich zumindest darum, da dran mitzuwirken. Was ist das neue Konzept? Das neue Konzept ist, was heißt das neue Konzept? Die neue Sichtweise, die auch vielleicht stimmigere ist. Ich sehe mich als viel mächtiger, als ich bisher gedacht habe und also so mächtig, dass ich auch sagen kann, ich kreiere meine Umwelt, also im Guten wie im Schlechten, beziehungsweise es gibt dann eigentlich kein Gut oder kein Schlecht mehr, sondern aber ich bin Schöpfer meiner Realität, die ich hier erlebe. Was ist ein Beispiel? Also wenn ich mich schlecht behandle, weil ich ein Thema mit Selbstliebe habe, reflektiert mir das Universum diese schlechte Behandlung in einem Menschen, der mich schlecht behandelt zum Beispiel. Ne? Ich weiß, es ist herausfordernd. Aber ist ja egal, wir können auch mal gucken, was mit euch resoniert. Ich sozusagen fühle mich leicht als Opfer. Ich ziehe jemanden in mein Leben, der mich zumindest kurzfristig in irgendeine Opferposition bringt. Muss ja auch nichts Tolles sein, sozusagen. Und stimmt aber auch im Guten. Ne? Ich behandle mich super, ich bin in mir total selbstliebend und das wissen wir ja alles sehr tricky. Man denkt ja immer, man wäre das schon, aber irgendwo hat man doch noch Muster der Selbstabwertung, Selbsthasses manchmal, all diese Geschichten. Also ich bin voll in Selbstliebe mit mir im Reinen, schwinge auf einer hohen Energie, ziehe Menschen in mein Leben, die ja das mit mir teilen sozusagen. Was man jetzt noch bedenken muss, ist natürlich, dass wir alle in so einem Kollektiv sind von allen Menschen. Wir sind ja auch alle verbunden irgendwo. Und jetzt ist natürlich, kann ich sozusagen hier, so gut es geht, meine eigene Realität versuchen zu schaffen, was schon schwierig genug ist. Aber trotzdem schwimme ich natürlich ein Kollektiv mit, was auch kollektive Ideen hat. Ne? Wenn also das Kollektiv die Idee hat, wir haben nur Täter-Opfer-Beziehungen, es wird für mich schwierig sein, da komplett auszusteigen. Aber ich kann natürlich immer was Neues reingeben ins Kollektiv. Ne? Aber wie gesagt, das Kollektiv, denke ich, möchte langsam auch diesen Täter-Opfer-Kram beenden. Hatten wir ja offenbar genug hier auf dem Planeten. Der eine vielleicht mehr, der andere vielleicht weniger. Und es ist auch nichts besser oder schlechter. Ich denke, teilweise wollten uns unsere Seelen genau in diesem Täter-Opfer-Spiel erleben. Dann sind wir halt mal Täter, mal Opfer. Aber genauso kommt eben eine Zeit, wo man vielleicht sagt, oh, das habe ich jetzt aber echt genug. Ich hätte gern jetzt ein neues Konzept, wo ich volle Verantwortung übernehme für mein Leben, für meine Sache, die ich halt geschöpft habe. Also auch im Guten, wenn ich zum Beispiel weiß nicht, guten Job habe, es gut läuft, bei mir nämlich tolle Freunde habe, ist auch das eine Sache, die nicht einfach nur Zufall ist, sondern die ich irgendwo in mein Leben reingezogen habe durch meine Kraft, meine Macht sozusagen. Jetzt fragst du vielleicht, ja, wie vermittelt sich denn
diese Kraft, diese Macht, ja, es ist eben ganz viel über, was ich denke. Über also die guten, alten Denkstrukturen, Glaubenssysteme, was glaube ich, was habe ich für, was habe ich sozusagen für Werkzeug, mit dem ich an die Welt rangehe. Ne? Und so wird halt ein Schuh draus. Es ist nicht so, dass ich immer zu kurz komme und deswegen habe ich dieses Gedankensystem vor, ich komme zu kurz, sondern ich habe erst dieses Gedankensystem, das ist das Revolutionäre, ich habe erst dieses Gedankensystem, weil ich in der Kindheit erworben, vielleicht genetisch über Jahrhunderte erworben in der Familienlinie, ich habe erst dieses Konzept von, ich komme zu kurz und erlebe dann die Bestätigung dieser inneren Realität im Außen. Und das ist erstmal so ein bisschen scary und man hat auch das Gefühl, man gibt erstmal was ab, wenn man in diese neue Sichtweise reingeht, weil ich kann dich ja niemand mehr beschuldigen und auf rumhacken und anklagen und gut, ich meine, es ist eh, also ich bin da nicht frei von, also ist ja eh ein Übergang, ich wollte es nur mal skizzieren irgendwie, oder ich kann eben sagen, ja, was auch immer mir passiert, wird irgendeinen Sinn gehabt haben, hat sich irgendwas ausgespielt, muss sich vielleicht irgendwas ausgleichen, gibt mir einen Hinweis darauf, was in mir los ist, was in mir noch bearbeitet werden möchte und kann dann, kann dann natürlich, was eben auch Selbstliebe ist, aus diesen Erkenntnissen Grenzen setzen, Grenzen ziehen. Also das heißt ja überhaupt nicht, dass man sich schlechter behandeln lassen soll, ne? So, auch wenn ich jetzt denke, okay, habe ich irgendwo mein Leben gezogen, sondern eben, man zieht daraus Schlüsse und sagt, ah, okay, das ist jetzt der nächste Schritt, will ich ja nicht mehr haben und muss meine Anziehungspunkte ändern und der erste Schritt ist, ja, Standards und Dealbreaker, Grenzen setzen, ne? Aber ruhig und gelassen, fast liebevoll und nicht im Kampf wieder, weil dann spiele ich die nächste Runde eben Täter-Opfer-Spiel, so. Schwieriger Gedanke vielleicht, aber auch sehr schön, weil ich immer die Möglichkeit, also probiert es mal aus, dieses mal zu denken, immer die Möglichkeit neu, mein Leben permanent neu umzudrehen. Ich bin nie komplettes Opfer meiner Umstände. Klar gibt es da Grenzen. Also wenn ich nur einen Arm habe, dann werde ich jetzt nicht durch Gedankenkraft jetzt nicht ein zweiter Arm nachwachsen oder so. Aber es ist schon echt viel möglich und viel mehr, als wir so denken. Und in dieser neuen Sicht sind wir eben nicht so ein abhängiges Anhängsel in einer Beziehung oder auch nicht so ein Täter-Anhängsel, sondern wir co-kreieren mit unserem Partner das, was wir haben wollen. Was auch immer das ist. Ne, was auch immer wir zusammen erleben wollen hat. Ja, bin gespannt auf eure Kommentare und wir werden uns bald wiedersehen.